Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hautnagel. Und heute haben wir mal ein anderes Thema bei Invest in Best. Heute sprechen Hannes und ich einmal über die Angst und heute sprechen wir über die Freiheit, weil wir sind der Meinung, dass es gerade jetzt steht, die Menschheit an einer Weiche. Man kann sich jetzt entscheiden für die Kontrolle oder man kann sich entscheiden für die Freiheit. Und ich glaube, es war noch nie so wichtig, Hannes, dass wir heute mal wirklich über diese Thematik Angst natürlich sprechen, im Zuge auf die Menschen, auf die Gesellschaft, aber auch Angst in den Finanzmärkten. Weil da sieht man ja auch als Spiegelbild das, was derzeit in der Bevölkerung und auch bei den Investoren selbstverständlich an Gedanken grassieren. Hannes, ich schieße heute gleich wieder zu dir, bevor ich dann wieder einige Fakten und Daten und auch tolle Graphen wieder mitbringe. Hannes, bitte schieß los. Ich glaube, das ist das perfekte Thema, Mind-Thema, was wir auch beim Invest in Best ganz stark fokussieren. Und natürlich, Hannes, ist sehr, sehr wertvoll für Investoren, was du heute hier mitgebracht hast. Ganz richtig, Benjamin. Und zwar, es geht hier momentan ganz, ganz viel um diese Angst. Diese Angst wird auf allen Kanälen medial, politisch, wirtschaftlich momentan gespielt und die Menschen werden damit mit ihren Ängsten in die Trennung hineingeführt. Denn jeder weiß man schon lange, getrennte Menschen, geteilte Menschen lassen sich leicht führen und sich leicht irgendwo hineinführen, wo man das eben vielleicht will. Und so viel haben auch manche Menschen momentan ganz viel Angst. Und in dieser Angst drin, wo sie momentan da verhaftet sind, haben sie dann das Bedürfnis nach Sicherheit. Und jeder, der dann glaubt, dass in Sicherheit die Lösung findet, gibt dann seine Freiheit mehr oder weniger freiwillig auf. Und das ist das ganz Tragische dabei, denn eines ist ganz gewiss, Benjamin, das hat auch uns gelernt, die Geschichte in vielen, vielen Beispielen immer wieder. Wer bereit ist, seine Angst aufzugeben, der verliert auch seine Sicherheit. Und wer bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, der verliert auch seine Sicherheit. Und das ist wirklich das Dramatische dabei. Und wir sehen es momentan tagtäglich. Man kann sprechen mit den Menschen, wo man will. Die Menschen haben Angst, zum einen um natürlich einmal vor Armut, dass sie einfach wirtschaftlich verarmen, dass diese Maßnahmen, diese Zwangsschließungen von Unternehmen, es ist nichts anderes wie Zwangsschließungen von Unternehmen, was wir derzeit erleben, als auch das Aushungern, was da wirtschaftlich passiert, das politisch angeordnet ist, ohne Zweifel, oder eben auch die Angst um die eigene Gesundheit. Viele Menschen haben natürlich auch Angst um die eigene Gesundheit, ganz klar. Und wiederum andere haben dann Angst um ihre eigene Freiheit, dass die eben bedroht ist. Und eines kann man sagen, Benjamin, keine Angst ist stärker oder schwächer, keine Angst ist berechtigter oder unberechtigter. Die Angst hat immer dasselbe Gesicht und treibt uns dort irgendwo hin, wo wir vielleicht, wenn wir logisch überlegen würden, gar nicht hinkehren. Und deswegen ist einfach die Frage mehr oder weniger, Benjamin, willst du mehr in der Angst oder in der Freiheit leben? Willst du in der Angst oder im Wohlstand leben? Oder willst du in der Angst oder in der Gesundheit leben? Das ist eine Entscheidung. Und dass diese Entscheidung, dass man sagt, nein, ich stelle mich gegen die Angst, ich gehe durch die Angst hindurch, denn der Weg aus der Angst führt immer nur durch die Angst hindurch und lebt dann mein freies Leben und dann wird sich alles mehr oder weniger von selber auch fügen. Wie gesagt, dass das Ganze auch wissenschaftlich bewiesen ist, belegen auch die ganzen Suizidraten. Wie gesagt, wir haben als Beispiel in Japan ein Plus im Oktober von 84% bei Männern von Suizidraten, bei Frauen sind es etwas weniger. Und das ist eben schon Bezeichnung dafür, wo das Ganze auch irgendwo hinführt. Man wird irgendwie getrieben in eine Richtung, es wird Angst medial aus allen Kanälen erzeugt und die Menschen lassen sich davon spalten, trennen und auch da voll und ganz hineintreiben. Dass das keinen Wohlstand, keinen Aufschwung, nichts Positives bewirken wird, das ist, glaube ich, Benjamin, ganz, ganz klar. Hannes, Thema Wohlstand und Aufschwung, dann schauen wir uns doch genau jetzt, blenden wir hier eine Grafik an, wo wir sehen, derzeit in der Eurozone die Einkaufsmanager-Indizes, schauen wir uns jetzt an, eben vom verarbeitenden Gewerbe und den Dienstleistungsgewerbe. Und hier sehen wir, dass wir schon wieder im Bereich von 45 sind. Nur für alle, über 50 heißt expandierende Wirtschaft, unter 50, also Wert unter 50 bedeutet kontrahierende Wirtschaft. Wir sind hier schon wieder in einem Kontraktionsmodus hier in der Eurozone. Hannes, wen wundert es? Wir haben natürlich überall Lockdowns, alles ist zugesperrt. Gerade jetzt aber, Weihnachten, dürfen natürlich die Leute wieder ein bisschen raus. Aber wir waren die letzten Monate ein harter Lockdown, schon wieder mehr oder weniger in ganz Europa. Auch die nächste Grafik, die wir jetzt einblenden, wo wir uns speziell nur mal Italien anschauen. Italien, eben damals muss man sich mal anschauen, wir haben hier nur diese Werte auf dieser Grafik, wir waren nur im Bereich von 11 bis 12. Nochmal, bei 50 ist die Wirtschaft stagniert sie, über 50 expandiert sie und unter 50 kontrahiert sie. Und bei Italien waren wir im Bereich von 10, 11. Also das darf man nie vergessen, das war ein kompletter Shutdown der italienischen Wirtschaft. Dann natürlich im Sommer wieder die Öffnung, aber jetzt schon wieder, Hannes, sind wir im Bereich unter 40. Wir sind bei 39,4. Das bedeutet, die italienische Dienstleistungswirtschaft kontrahiert bereits erneut, weil es, wie du richtig sagst, selbstverständlich ein politischer Lockdown ist. Die Menschen wollen ja arbeiten, die Menschen möchten, aber natürlich kann man nicht, wenn man sagt, okay, ihr müsst die Geschäfte zulassen, ihr müsst schließen,
Das ist natürlich eine katastrophale Entwicklung und das schürt natürlich die Angst, Hannes. Und ganz eine wichtige Grafik, die ich aber heute jetzt auch noch zeigen will, ist die nächste Grafik, weil da sieht man die inflationsgeschützten Anleihenrenditen in Deutschland. Ja, das ist ein Indikator für deutsche Realzinsen und hier befinden wir uns von minus 151 Basispunkte, Hannes. Minus 1,51% negativer Realzins in Deutschland. Musst du dir vorstellen, wir haben 2,9 Billionen Euro auf deutschen Sparkonten. Das bedeutet, dass hier 1,51% jedes Jahr von diesen 2,9 Billionen einfach verschwinden. Verschwinden dahin, wo auf die Leute, die auf der anderen Seite stehen, Investoren, die auf der anderen Seite stehen. Das bedeutet, dieser Transfer vom Wohlstand findet ganz unbemerkt von sehr vielen Menschen statt und ist eine sehr traurige Entwicklung. Benjamin, ich glaube, deine Zahlen belegen einfach das, was viele Menschen eben spüren. Sie wissen, die Wirtschaft ist am Rande des Ruin. Es wird nächstes Jahr ja schlichtweg fatal werden in der Wirtschaft. Einfach die Betriebe werden einfach massenweise Konkurs gehen. Es wird Massenarbeitslosigkeit geben. Es wird eine Hyperinflation kommen. Ich glaube, das spürt auch schnell die Anzeichen, auch wenn es momentan noch gut ist und es auch mehr oder weniger so alles so propagiert wird. Aber natürlich ist da logisch, dass Menschen Angst haben. Aber Angst ist nie die Lösung. Angst lähmt. Angst behindert. Und wenn ich da als Beispiel nennen darf, Benjamin, Saddam Hussein hat den Iran, Teheran, bombardiert. 160 Mal am Tag sind Bomben in Teheran eingeschlagen. Die Schulen waren geöffnet. Die Schulen waren geöffnet. Genauso Malala. Jeder kennt Malala. Das Vorbild mehr oder weniger, das Mädchen, das sich da gegen die Taliban gestellt hat, um für Bildung zu kämpfen. Und dann auch mehr oder weniger immer noch bedroht wird, immer mit dem Leben, ums Leben Angst haben muss. Hat sie Angst ums Leben? Nein. Sie geht weiter ihren Weg und kämpft dafür, für die Bildung. Und da sage ich einfach, Benjamin, rück mir das Ganze wieder ins rechte Licht. Natürlich steht unsere Wirtschaft am Ende des Kollaps, mehr oder weniger. Natürlich haben wir eine Pandemie. Natürlich haben wir da fatale Auswirkungen. Und auch der Staat macht momentan natürlich schon Schritte, die ich schon bedenklich auch empfinde. Aber wenn wir uns von der Angst jetzt lähmen lassen, ja, dann ist das Ganze mehr oder weniger wirklich verloren. Wenn wir aber sagen, okay, ich gehe durch die Angst hindurch, ich entscheide mich wieder, das zu sein, was ich bin, ein Mensch voller Schöpferkraft, ein wunderbares Individuum, das was bereit ist zu leisten, dann werde ich auch mit jeder Situation umgehen können, das Gute in dieser Situation finden können und dann auch den Mehrwert entstehen lassen. Denn eines ist gewiss, Benjamin, ganz egal, was da nächstes Jahr kommt, auf uns zukommt, und das wird sicherlich, sage ich mal, eine sehr anspruchsvolle Zeit, eine sehr ruppige Zeit, sei es von staatlicher Repression, sei es aus wirtschaftlicher Hinsicht, aus vielen, vielen anderen Faktoren, auch sozialer Natur. Aber doch, Benjamin, ist es eigentlich unsere Aufgabe, jeder, der das Ganze kann, der da seiner Schaffenskraft irgendwo ist, aus dieser Angst, aus dieser lähmenden, lethargischen Angst, die wir ganz Europa momentan erleben, herauszugehen und ins Tun zu kommen, ins Schaffen zu kommen. Und dann, glaube ich, Benjamin, dann haben wir die Krise wirklich rasch hinter uns und werden noch größer, besser und stärker. Genau, Hannes, und deswegen gibt es ja Invest in Best, das Wahrheitsprojekt, denn wir haben derzeit eben auch eine Jahresmitgliedschaft, die es derzeit um 290 Euro gibt mit dem Bonuscode Invest. Einfach Invest eingeben, dann bekommt ihr die ganze Jahresmitgliedschaft um 290 Euro. Und wir machen das ja primär, weil wir einfach näher zur Wahrheit finden wollen. Wir wollen weg von der Angst, wollen uns auf die Fakten und auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, um einen Schritt näher zur Wahrheit zu kommen. Und dieses Jahr haben wir einfach schon sehr, sehr viele richtige Prognosen abgegeben. Sehr viel, ich glaube, es waren über 90%. Alles nachweislich bei uns in dem Mitgliederbereich, wo es eben die Wochen-Update-Area gibt, wo ihr alle 2 Wochen immer up-to-date seid, was passiert am Markt. Natürlich auch die Chancen. Wir weisen immer auf die Chancen hin. Hannes und ich fokussieren uns nicht auf die Angst, sondern wir fokussieren uns auf die Chancen. Dann gibt es natürlich das Zyklen-Update, legendär, einmal im Quartal, wo wir uns die ganz große, ja, große Lage der Weltwirtschaft anschauen. Wo liegt derzeit die Chance? Sind es die Rohstoffe, sind es die Anleihen, sind es die Immobilien, sind es die Aktien? Je nachdem. Und selbstverständlich die Alert-Area, wo ihr einfach dann, ja, wenn was passiert, sofort via E-Mail und natürlich unserem Telegram-Kanal sofort aufmerksam gemacht wird, was derzeit in der Welt los ist, Hannes. Und selbstverständlich kommt dann noch hinzu unser Seminarangebot. Also ich glaube, ein sehr, sehr gute Möglichkeit, um sich auch adäquat für das Jahr gegen die Angst im Jahre 2021 vorzubereiten. Ganz richtig, Benjamin. Eins muss man einfach sagen, und das macht mir wirklich richtig stolz. Wie gesagt, wir haben vor allem du natürlich ganz, ganz viele und auch ich den einen oder anderen richtigen Treffer landen können. Wir haben das richtig gedeutet, sei es in der Politik, sei es in der Realwirtschaft, sei es an den Märkten und Börsen dieser Welt. Aber eines ist das Größte, Benjamin, und das ist die Gemeinschaft. Denn wir haben so eine positive Stimmung in dieser Gemeinschaft drinnen. Da hat keiner Angst. Da ist nicht irgendwie so das Negative, oh, ich gehe jetzt Konkurs und das ist schlecht und das ist schlecht. Wir haben viele Mitglieder, was gekündigt worden sind, die was in Kurzarbeit sind. Wir haben Mitglieder, die jetzt der Konkurs mehr oder weniger droht.
Brot. Wir haben alles mit dabei. Aber doch ist die Grundstimmung mehr oder weniger, wir packen das an, wir machen was Großes draus, wir machen das besser, nicht in einer lethargischen Haltung, in der momentan ja viele einfach versinken und sich dann komplett in die Abhängigkeit begeben. Und in dieser Abhängigkeit ist die Angst nicht mehr weit. Wie gesagt, die Abhängigkeit ist die Vorbote der Angst. Das führt unweigerlich immer in die Angst hinein. Heraus aus der Angst geht es immer in die Eigenverantwortung, in das Tun, in dein Glauben an sich selbst wieder, in der Selbstachtung auch wieder bekommen irgendwo und dann mit voller Schaffenskraft durch diese Krise hindurch gestärkt neu aufzubauen. Das macht richtig Spaß, das macht richtig Stolz, Benjamin, und davon gerne mehr. Ich glaube auch, dass jetzt gerade 2021 eben das Jahr der Angst in der breiten Bevölkerung sein wird. Es wird Unglaubliches passieren, da sind wir uns einig. Aber genau deswegen braucht es einen Anker und es braucht etwas auf der anderen Seite, weil da, wo viel Angst entsteht, meine Lieben, sind auch die größten Chancen. Von dem her zum Ende, vergesst bitte niemals, gerade im Jahre 2021 schlafen die Zyklen sicher nicht. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.